Promi-Geflüster mit der sommerlichen Ausgabe. Wir haben Sommeranfang gehabt und natürlich auch wieder Temperaturen schon bis an die 30 Grad rauf. Also von daher steht im Sommer nichts im Wege. Und auch immer wieder sonntags. Kollege Stefan Ross hat seine Saison eröffnet mit immer wieder sonntags. Und natürlich gibt es in der Sendung, wie man es ja aus den letzten Jahren gewohnt ist, immer wieder den Sommerhitkönig. Und der wird dieses Jahr natürlich auch gesucht. 13 Kandidaten sind es, die sich dieses Jahr sozusagen der Herausforderung stellen. Einen haben wir schon mal, wurde schon bekannt gegeben. Der hat sich schon mal ganz gut geschlagen mit der Steirischen Harmonika. Und dazu kommt jetzt wiederum ein weiterer Herausforderer, der kommt aus Wien. Er ist sozusagen ausgelost worden in der ersten Sendung. Und damit das Ganze hier auch ein bisschen dazu passt, denke ich mir mal, machen wir mal hier auch einen passenden Hintergrund. Schloss Schönbrunn, ich denke mal, das ist doch, glaube ich, ganz passend für meinen heutigen Interviewgast, nämlich den Lex Wolf aus Wien. Und dazu hallo und herzlich willkommen. Hallo, servus. Ja, ich hoffe, du verstehst mich gut, die Leitung passt, denn wir haben da gerade schon in der Vergangenheit gerade eben ein paar Anläufe gebraucht, weil einfach ja unsere Internetleitung manchmal ein bisschen kappt. Aber ich glaube, jetzt stehen wir es durch. Ja, danke auf alle Fälle für die Einladung. Ich glaube, das bekommen wir hin. Ganz genau. Tücken der Technik. Also ich meine, klar, wir sind zwar schon sehr weit, aber manchmal kann es dann doch am einen oder anderen Eck doch mal ein bisschen zwicken oder ein bisschen hier haken. Aber ich hoffe, wir kriegen es durch. Ja, also Lex Wolf aus Wien. Ist eine lange Fahrt nach Rust, gell? 10 Stunden braucht man da etwa. Genau, 10 Stunden sind wir gefahren. Mein Papa hat mich gebracht mit dem Auto. Von Wien sind wir weggefahren um morgens in der Früh um 7 Uhr und dann waren wir am Abend da. Ja. Lange, lange Strecke. Lohnt sich das für jemanden aus Österreich, so eine Strapaze auf sich zu nehmen? Natürlich. Also natürlich. Wenn man so eine tolle Chance wenn man so eine tolle Chance bekommt, bei so einer bekannten, großartigen Show dabei zu sein und mit Stefan Moss auf der Bühne zu stehen und vor seinem Publikum singen zu dürfen und sich präsentieren zu dürfen, kann auch noch länger dauern. Darf mein Papa natürlich hören. Okay. Darf mein Papa natürlich. Ich glaube, die 10 Stunden sind für ihn schon eine Schmerzgrenze, aber ja, für mich ist das natürlich, wo ich mir denke, 10 Stunden nehme ich auch, da dabei zu sein. Okay, also ich sage jetzt mal so, für unsere Zuschauer, die dich jetzt vielleicht noch gar nicht kennen wirklich, also in Deutschland zumindest, Österreich vielleicht schon eher, wenn welche aus Österreich natürlich auch zuschauen, aber ich würde sagen, stell dich doch jetzt mal vor, woher du kommst nochmal, was du machst. Und natürlich, in welche Musikrichtung es auch geht. Also mein Name ist Lex Wolf, ich komme aus Wien. Musikrichtung, ich mache deutschsprachige Musik und ich habe da jetzt keine Musikrichtung in dem Sinn. Ich würze das ein bisschen mit Pop, ich würze das ein bisschen mit Schlager, ein bisschen mit Rock. Und das ist einfach so mein Stil. Ich mache einfach so meine eigene Musik. Ich will da auch gar keinen kopieren oder sein wie jemand anderer. Ich glaube, das funktioniert auch gar nicht, wenn man da jetzt versucht, jemanden nachzumachen. Ich bin einfach der Lex Wolf. Ja, und am Sonntag kann man meinen eigenen Song Bleib bei mir bei Immer wieder Sonntags hören. Bleib bei mir. Was ist da so der Inhalt? Um was geht's da? Also heutzutage, ich bin mit meiner Oma aufgewachsen, fangen wir so an. Und ich habe das Gefühl, so die Werte, die mir zu Hause mitgegeben wurden, ich bin dann so ein bisschen traditioneller aufgewachsen, das ist heutzutage nicht mehr ganz so. Viele, gerade so in meiner Generation, für die sind die Menschen ein bisschen austauschbar, habe ich das Gefühl, was ich sehr schade finde. Und das ist ein bisschen auch so eine Wegwerfgesellschaft. Und in meinem Song geht es eben darum, dass ich da nicht so bin. Ich möchte für die Liebe kämpfen. Und wenn man die große Liebe gefunden hat, dann finde ich, ist es auch den Kampf wert. Und da singe ich eben an eine Person, bleib bei mir, egal was passiert. Ich bin an deiner Seite.
Die große Liebe, genau. Ganz kurze Frage, wie sieht's bei dir aus? Hast du sie schon gefunden oder kämpfst du noch um sie? Ja, ich kämpfe tatsächlich um die große Liebe und zwar für die Musik. Das ist Okay. meine große Liebe. Ja, und da kämpfe ich gerade drum, dass ich mit dieser Langzeitbeziehung, die ich da gerade führe, den nächsten Schritt wagen kann. Ja, da wünschen wir dir natürlich ganz, ganz viel Erfolg, dass das so alles nach vorne geht, wie es du dir vorstellst. Vielen, vielen Dank. Wo soll's jetzt weiter hingehen? Was sind so die nächsten Pläne für dich, für die Zukunft? Also momentan auf jeden Fall einmal die Sendung. So viel geht drumherum gar nicht, weil wir haben viele Vorbereitungen und natürlich jetzt ist der ganze Fokus einmal auf dieser Teilnahme. Aber natürlich wäre es für mich schön, wenn eine Person zusieht, die aus der Branche ist, die sagt, hey, wir wollen mit dem Lex Wolf zusammenarbeiten. Das, was der tut, das gefällt uns. Ich habe nämlich noch keinen Plattenvertrag. Vielleicht findet sich da ja jemand, der sagt, genau den haben wir gesucht und das wäre jetzt gerade so mein Ziel, einfach, dass ich mit der Musik mich ein bisschen vorstellen kann, mich etablieren kann, auch so ein bisschen vielleicht Leute ansprechen kann, die sagen, hey, wir wollen gern mehr von dem hören und ja, vielleicht auch öfter in solchen Sendungen dabei zu sein. Ja, da drückt man doch ganz fest die Daumen, dass das irgendwie gelingen mag. Und ich denke mal, zuschauen tut bestimmt der eine oder andere. Ich weiß es da natürlich, ne? Und vielleicht findet sich dann auch der Richtige. Spielst du auch Instrument dann bei deinem Auftritten? Also bei diesem Auftritt jetzt nicht. War aber von der Musikschule, da haben wir Gitarre und Klavier spielen müssen. Ich muss aber zugeben, ich kann es leider nicht mehr. Das hat sich irgendwann einfach ist das auf der Strecke geblieben. Dafür schreibe ich meine Songs großteils selber. Auch den Song, den ich jetzt am Sonntag singe, der ist von mir geschrieben, von mir auch komponiert. Also mir ist das schon wichtig, auch dass die Musik von mir irgendwie kommt und dass die authentisch und ehrlich rüberkommt. Aber ich glaube, ja, in der Zukunft will ich auf jeden Fall auch noch einmal ein bisschen das mit den Instrumenten in Angriff nehmen, weil es ist einfach schon cool, wenn ein Musiker auch damit sich selbst begleiten kann. Aber momentan ist halt der Fokus auf die Stimme, die Präsenz, auf die Show Sehr und gut. auf Schreiben natürlich. Und auf Schreiben. Wie kommen deine Ideen zustande? Was sind es für Geschichten, die du in deinen Songs sonst so erzählst? Einfach aus dem Leben, selbst Erlebtes oder was kommt inhaltlich drin vor? Genau, also meine Songs, wie auch schon vorhin erwähnt, die sind tatsächlich aus dem Leben, die sind autobiografisch. Ich schaue, dass ich da meine eigenen Erfahrungen hineinbringe, ja, und die dann halt in Songs verarbeite. Es ist wie so ein Tagebuch bei mir, wenn ich einen Song schreibe, ist das wie ein Tagebucheintrag, wo ich einfach meinen Alltag einfach in einen Song packe. Ja, also da sind wir mal gespannt, wie gesagt, was der Sonntag bringen wird. Ich drücke, wie gesagt, ganz fest die Daumen, dass das so gelingt. Denn ich weiß, die eingefleischten, immer wieder Sonntagszuschauer, die sind doch schon ein bisschen auf die volkstümliche Musik getrimmt. Aber ich denke mal, du wirst dein junges Publikum mit Sicherheit mitbringen. Wie sieht dein Fankreis aus? Wie mobilisierst du jetzt deine Fans nochmal über Social Media oder wie geht's voran? Also ich muss sagen, gerade weil du gesagt hast, dass das Publikum von immer wieder Sonntags ist da eher auf der volkstümlicheren Seite. Ich glaube, im Endeffekt, der Song muss einfach die Leute ansprechen. Ob das jetzt mit einer Ziehharmonika ist oder ob das moderne Klänge sind. Am Ende des Tages geht es, glaube ich, darum, dass der Song einfach von Gefühl und vom Text die Leute erreicht. Und das ist ja das Schöne an der Musik, dass man jetzt sich nicht versteifen muss auf eine bestimmte Musikrichtung, dass man nur die hört, sondern dass man ja auch sagen kann, heute höre ich mal Rock, morgen höre ich mal Klassik und übermorgen Schlager. Und das ist ja auch das Schöne, gerade bei der Sommerhitparade, dass einfach so breit gefächert jedes Genre dabei ist. Und ja, meine Fans in dem Sinn, wenn man die jetzt so nennen möchte, über Facebook und Instagram und so, ich bin da im direkten Kontakt.
finde es auch total schön. Meine Anhänger unter Anführungszeichen haben so eine Gruppe gebildet und nennen sich der Wolfsrudel, also wie von meinem Nachnamen Lex Wolf. Und unterstützen mich da mit Fanseiten und mit vielen schönen Nachrichten und schreiben mir auch dauernd. Und bin da auch wirklich sehr, 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 sehr dankbar für diese Unterstützung. Und ja, am Ende des Tages denke ich mir, die Zuseherinnen und Zuseher müssen einfach für sich selbst entscheiden, gefällt uns, was der macht, gefällt uns, was der andere macht. Und dann einfach für den anrufen, den sie besser finden. Genau, so soll es sein. Und wie gesagt, einschalten am nächsten Sonntag, immer wieder sonntags, und den Namen Lex Wolf merken. Genau, die Nummer wird ja dann immer eingeblendet und dann die entsprechende Endziffer dranhängen. Ganz genau, dann sollte Genau. es eigentlich funktionieren. Ja, wenn man wirklich jetzt mit der dann die lange Autofahrt wieder so vor sich hat. Wie verbringt ihr die Autofahrt? Du sitzt nebendran, hörst Musik oder wie muss man sich das vorstellen? Was kommt da zum Einsatz? Also mein Papa bringt mich und ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu meinem Vater und wir quatschen eigentlich durch, hören nebenbei Musik. Ja. So läuft es bei uns. Und die Zeit vergeht auch wie im Flug. Also natürlich, wenn ein Stau ist oder sowas, verschreien wir es jetzt nicht. dann kann das schon ein bisschen mühsam sein. Aber ich bin gerne mit meinem Papa und unterhalte mich da auch viel mit ihm über das Leben. Und nebenbei habe ich ganz viele CDs mitgenommen und dann hören wir quer durch. Und da ist auch für uns beide was dabei. Genau, also viele CDs. Ich habe auch jetzt kürzlich dann noch schnell in Vorbereitung aufs Interview auf deinem Instagram-Account mal ein bisschen gescrollt und da gibt es auch noch ein paar nette alte CDs, nee, beziehungsweise Schallplatten sogar. Falco steht da Ja. drauf, genau. Gibt es da auch eine Beziehung von Falco zu dir und zu seiner Musik? Also natürlich als Österreicher ist man da natürlich auf unseren großen Superstar sehr stolz. Aber ja, ich höre einfach seine Musik. Das ist in Österreich muss man das, glaube ich, auch. ja, aber ist jetzt nicht so, dass, also ich höre auch gerne Amy Winehouse zum Beispiel oder Helene Fischer oder Florian. Also ich versteife mich da jetzt nicht nur auf österreichische Künstler, sondern ja, hab da auch Christina Stürmer zum Beispiel, finde ich auch ganz großartig. Da hört man, glaube ich, auch ein bisschen Einfluss in meiner Musik. Ja, deutsche Musik generell. Ich liebe deutsche Musik. Sehr gut, sehr gut. Ja. Also dann, wie gesagt, wünschen wir für den bevorstehende Sendung immer wieder sonntags alles, alles Gute. Vielen, vielen Ja, Dank. klar, ich würde mich natürlich freuen, wenn es dir gelingen würde, da wieder eine Runde weiterzukommen. Wie gesagt, ich werde kräftig anrufen dann, das machen wir, versprochen. Danke, Aber danke. dann darfst du halt dann wieder sozusagen dann die nächste Runde und die nächste Fahrt wieder antreten. Das ist dann halt der Nachteil. Aber ich glaube, das Für nimmt mich man ist gar das auf sich, ne? kein Für Das mich ist hast ja das gar schon. kein Nachteil. Ich freue mich, so oft ich da dabei sein kann, das passt für mich. Da freue ich mich jedes Mal. Sehr gut. Eine Frage muss jetzt natürlich doch noch loswerden. Ich meine, ich muss ja dich ein bisschen briefen, ob du auch immer oder sonntags erprobt bist, sozusagen. Stefan Ross, 20 Jahre, hat er ja dieses Jahr als Moderator sozusagen als Jubiläum auf die Fahne geschrieben. Aber du weißt oder dir ist bekannt, dass vor ihm ja auch schon zwei weitere Moderatoren am Start waren. Das Erinnerst weiß du ich dich daran? tatsächlich. Ja, erinnern nicht, muss zugeben, das geht sich bei mir nicht ganz so aus. Ich bin Anfang 30. So lange habe ich die Sendung noch nicht verfolgt. Also ich kenne sie persönlich vom Fernsehen nur mit Stefan Ross. Und für mich gehört der da auch einfach dazu. Das ist für mich seine Sendung. Und ja, ich kann mir das auch gar nicht mehr mit wem anderen vorstellen. Ich finde, das passt wie Topf und Eimer, oder wie sagt man, Deckel und Topf Deckel und auf den Topf, genau, richtig, genau. Also ganz kurz erwähnt, vor ihm war Sebastian Deile dran, der auch genau. Schauspieler ist, aktuell in Rote Rosen zu sehen ist in der Telenovela. Und vor ihm, was auch sozusagen der Erfinder oder der Gründer war, Max Schautzer, auch ein
alter, in Anführungsstrichen, ein alter Moderator, den man wirklich aus früheren Zeiten noch kennt. Ne? Ganz genau. Dann bist du sozusagen jetzt gebrieft und kann eigentlich nichts mehr schiefgehen. Gibt es eigentlich Möglichkeiten dann für euch oder für dich auch den Europapark zu besuchen? Aber ich glaube, das braucht ihr eigentlich gar nicht. Ihr habt ja einen Prater vor euch dann vor der Haustür. Also ich muss sagen, die Aufregung ist groß genug. Da brauche ich dann nicht noch eine Achterbahn, wobei ich fahre das eigentlich sehr gerne. Aber stimmt, ja, du hast recht. Der Prater ist natürlich auch etwas, wo ich sehr gerne bin, gerade in Österreich, wenn wir so einen tollen Park bei uns haben. Ich glaube, dieses Wochenende haben wir tatsächlich ein bisschen mehr die Möglichkeit. Letztes Wochenende waren wir ja so viele Leute, da waren die Proben dann ein bisschen länger. Werden wir sehen, wie das jetzt am Samstag ist. Ich würde mir den auf jeden Fall gerne mal anschauen. Aber ja, Adrenalin, glaube ich, brauche ich nicht noch zusätzlich in so einer Sendung sein. Da ist schon, da pumpert das Herz schon ordentlich. Okay, sehr gut. Also, wie gesagt, wir unterstützen dich, wo es geht, und Dank. wenn es dann weitergeht für dich, dann denke ich mal, machen wir auf alle Fälle nochmal eine Fortsetzung. Und auch sonst Sehr gerne. jederzeit Gerne. melde dich bei uns, wenn sich bei dir was tut, was, sage ich mal, musikalisch dich voranbringt. Dann wird man darüber berichten. Vielen, vielen Dank. Das freut mich. Dankeschön. Gut, in diesem Sinne sage ich den Zuschauern jetzt schon mal herzlichen Dank fürs Zuschauen und wie gesagt, hoffentlich die richtige Startnummer dann. Hier, nee, hier rüber, so geht's, genau. Lex Wolf und dann am Sonntag wissen wir mehr. In diesem Sinne, liebe Freunde, macht's gut, euer Frank Stiller, bis zur nächsten Ausgabe und natürlich an meiner Seite hier, Lex Wolf, ne? Vielen, vielen Dank für die Einladung und bis ganz bald hoffentlich. Die Zuschauer von YouTube haben jetzt die Möglichkeit, entweder eines der empfohlenen Videos anzuschauen oder gar unseren YouTube-Kanal zu abonnieren. Ich wünsche gute Unterhaltung.